Sleazy schreibt, ich liebe dich, Stylus. Und damit würde ich sagen, können wir doch das Video und hier die heutige Uncut-Runde mit dem gemuteten Sound und dem Rattenskin, den es mittlerweile mit Amazon Prime auf Twitch kostenlos gibt, by the way. Der bewegt auch seine Augen, ne? Das sieht richtig gruselig aus. Und jetzt macht's gleich. Da war's. So, den Rattenskin gibt's mittlerweile auf Amazon Prime kostenlos. Wenn ihr Prime habt, dann könnt ihr auch gerne mal in meinen Livestream kommen. Dann könnt ihr den Stream immer ohne Werbung sehen, wenn ihr ein Prime-Abonnement da lasst, ja? In diesem Sinne, Ausrufezeichen Prime in den Chat gerne, wenn ihr da Bock drauf habt. Dann seid ihr Abonnent. Kostet normalerweise 4 Euro im Monat. Wenn ihr Amazon Prime habt, habt ihr auch Twitch Prime, wenn ihr die Accounts verbindet. Und dann kann man einmal im Monat einen kostenlosen Sub raushauen. Man hat die ganzen Emotes von dem Streamer, man hat keine Werbung mehr und sowas. Und man bekommt den Rattenskin, ne? Ausrufezeichen Prime. Und an die Leute, die auf YouTube zuschauen, gerne auch mal den Twitch-Link abchecken. Ihr bekommt wirklich diesen Rattenskin, by the way, ne? Mit Amazon Prime, das ist kein Joke. Der war im Store irgendwie für ein 20 oder so. Und jetzt kriegt man den kostenlos mit Amazon Prime. Auch eine sehr krasse Frechheit, muss man sagen. Eine sehr krasse Frechheit. So, Bubats legal. Landet hier bei, wie heißt das nochmal? Cemetery? Ja, irgendwie sowas. Wir gucken mal rein. Rifle ist auch wieder am Start. Rifle wirklich irgendwie gefühlt seit der ersten Uncut-Runde aller Zeiten in jeder Uncut-Runde mit dabei. Rifle ist wirklich ein, ist ein Uncut-Macher. Ist ein Uncut-Urgestein, würde ich sogar sagen. Uncut-Urgestein. Wo kann man den Code eingeben? Zeige ich dir nächste Runde wieder. Bei privatem Match beitreten. Aber du kannst jetzt natürlich nicht mehr joinen. Die Runde ist ja schon im vollen Gange. Der Code ist nicht nur für PC, ne? Den kann man überall eingeben, aber, also ihr könnt Uncut-Runden mitspielen, egal ob ihr auf Xbox spielt, PlayStation oder PC. Ihr müsst aber Crossplay natürlich anhaben, ne? Wenn ihr das immer aus habt, dann könnt ihr logischerweise euch auch nicht mit einer Lobby verbinden, wo Leute von einer anderen, fast funktioniert da, von Mers. Könnt ihr logischerweise nicht in Lobbys joinen, wo Leute, wenn ihr auf der PlayStation spielt und ihr habt Crossplay aus und da ist ein Xbox-Line in der Lobby, dann könnt ihr da logischerweise nicht joinen. Ne? Ist ja ganz klar. Crossplay muss immer aktiviert sein für solche Sachen. Wie viele Runden machst du? Oder spontan, würde ich sagen. Aber heute, die erste Runde, mal gucken, wie viele Leute sich an die Regeln halten. Es ist ja immer noch unfassbare Basilisk, also Revolver und X13 Meter. Wir haben gesagt, die verbieten wir für die Runde. Einfach um zu gucken, wie sich das Spiel ohne diese Meter spielt. Ja. Ja. Uncut Vex ist hier auch am Start. Da ist doch, da springt doch jemand oben, oder? Hat man da, was ist das für ein Schatten? Ist der vom Haus gegenüber, der Schatten? Da ist auf jeden Fall schon mal jemand in seine Claymore gelaufen. Gute Nades da, okay. Wir skippen mal eins weiter. Flobus mit 10-0 hat sich hier eine Festung geholt. Übrigens auch eine Sache. Ich bin mir sicher, viele von euch, die hier zuschauen, die sind gar nicht mehr so krass drin in Warzone 2. Oder in Warzone, heißt ja mittlerweile Warzone. Eine Sache, die geändert wurde, was ich wirklich gut finde, daran merkt man, Infinity Ward ist da, ne, hat einfach irgendwas gemacht und Raven macht Dinge, die Sinn ergeben. Festungen werden jetzt erstmal angezeigt, wie weit der Drohnenradius geht hier. Ne, das sieht man als Gegner immer, wenn hier ein Gegner quasi die Festung eingenommen hat. Und man kann die erstens von Anfang an machen. Es gibt keine Bots mehr bei den Festungen, nur noch bei der Black Side. Da ist es aber auch in Ordnung, weil da muss man ja den Juggernaut töten, um die Festung abzuschließen. Das macht, also ergibt Sinn. Bei den Festungen ist es so, dass ihr die quasi einnehmen müsst. Und wenn jetzt hier der liebe Flobus aus der Festung weggeht, sein Lollot schon genommen hat und so weiter und so fort, könnte da jetzt jemand anderes hingehen und diese Festung zurückerobern. Und dann hat der da seinen Lollot und hat der da seine Drohne. Also das haben sie wirklich cool geändert, muss man sagen. Was ist das eigentlich für eine geile Zone? Irgendwie die Hälfte ist out of zone. Geisteskrank. Aber ja, das ist wirklich, das sind echt gute Änderungen. Uncut Blue Wolf auch schon immer am Start in den Uncut Runden, wichtig. Was hast du mit Crossplay gemeint? Louis, das ist eine Einstellungsmöglichkeit, die man halt anhaben muss. Da geht es hier auf Einstellungen und dann bei Konto und Netzwerken, da musst du halt Crossplay aktivieren, wenn du es nicht hast. Ich hasse Al-Masra. Ich finde Al-Masra ist auch ein bisschen overrated von der Map her. Ich glaube, die fand jeder nur am Anfang direkt so geil, weil es halt kein Caldera war und Caldera eine scheiß Map war. Ja. Wieso bin ich einfach nur kacke in diesem Game? Bastian, weil du es wahrscheinlich nicht oft genug spielst. Schätze ich jetzt einfach mal. Golden Rule, erst Prime subben, dann Stream anschauen. Captain Horsey beispielsweise hier auch mit dem Prime 9. Danke dir, Kuss. Kuss, Kuss, Kuss. Die anderen Sachen lese ich gleich vor. Oh, RIP. Und ich glaube, das war's auch. Nee. Uncut Blue Wolf hatte einen Respawn-Token. Okay. Respawn-Token. Dann ist er wieder da. Würde ich sagen, gucken wir noch anderen zu, was hier noch so passiert. Flobus ist hier noch am Looten. Dann müsst ihr zu Vex kommen. Vex sitzt hier im Eck. Okay, super.
Luca holt sich hier gerade seinen Loadout. Was spielt der Mann? Lachmann 556 und MP5. Sehr gut. Hält sich direkt auch an die Regeln. Wichtig. Rifle spielt Hurricane. Das sieht unten rechts auch richtig gesund aus. Da will ich jetzt aber kurz zugucken. Hurricane von der TTK her mittlerweile identisch zu ISO und zu MP5. Ich glaube 3 Millisekunden Unterschied. Sehr guter Loadout. Sehr guter Loadout, der oben genannt ist. Und deshalb auf jeden Fall ein interessantes Teil, weil die war ja wirklich immer unfassbar scheiße, aber mit dem Update wurde auch die verbessert. Habe ich aber immer noch kein Video zu gemacht, weil, ja, X, oh, perfekt. Und er spielt auch gar nicht mehr. Ja, den Snipe gucken wir uns hier noch an. Oh, Rifle, schöner Shot. Alibi Easter wurde da komplett aus der Luft gesniped. Dieses Easter ist für mich auch komplett ein Joke, der irgendwie für mich 2 Wochen lustig war. Für andere ist das immer noch der lustigste Joke aller Zeiten irgendwie. Haubentaucher mit der MP5. Da wird gesaved oben. Oben, 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 oben. Okay, er ist runtergesprungen. Haubentaucher hat, glaube ich, kein Headset. Also man hört schon echt wenig in dem Game, ja. Aber das hat man gerade ziemlich laut gehört. Dass er sich oben gesaved hat und dann runtergesprungen ist. Und in das Haus da gegangen ist, ja. Und da snipt einer rechts oben. Tech V ist das, ne? Hat die Tech V eine gute TTK auch noch? Weil das ist ja auch noch so eine Sache. Die Tech V wurde ja auch noch, was TTK angeht, echt gebumst. Deshalb frage ich mich halt, inwiefern das geil ist, überhaupt zu spielen. Uiuiuiui. Planung auf der MP5, meinst du das hier? Das ist die Royalty Cam oder wie die heißt. Und die gab es beim CDL-Finale. Wenn du da zugeschaut hast, auf Twitch hast du die bekommen. Traurig, dass man die Tarnung nicht mehr bekommt. Meinst du die hier? Oder, ah ne, die Kier spielt die Tarnung, meinst du? Ja. Vor allem, die war anfangs nicht animiert, deshalb habe ich mir die nicht geholt oder nicht erspielt. Jetzt ist die mittlerweile animiert und es leckt übel. Ja, schwierig zu spielen. Aber hast du auch eine Nate, ne? Haubentaucher, hast du auch eine Nate. Der ist ganz hoch gegangen, das heißt, du kannst easy hochgehen. Das hat er gehört. Na gut. Vielleicht auch einfach mal pushen. Ich sage, man kann das pushen, wenn du jetzt direkt rechts... Nee, doch nicht so einfach. Doch nicht so einfach. Wie löst der Mann das hier? Ich glaube, du kannst auch anders hoch. Ich glaube, er kann da hoch, ja. Das geht. Da drauf und dann... aber das, wenn er das halt hört, dann geht das nicht. Jetzt will ich es machen. Die Semtex war wirklich komplett 4 Meter übers Haus. Jetzt auch einfach mal durchziehen. Oh Gott, aber die S-Mine ist auch wirklich bodenlos, muss man sagen. Die S-Mine ist auch wirklich bodenlos. ISO 45, 603 Millisekunden, Hurricane 688. Ne, 603 auch, laut J-God, meine ich. Bei der ISO. Bei der Hurricane. Ja, wichtig. Wichtig, wichtig. Gut gemacht, Haubentaucher. Gut gemacht. Welchen Server spielst du? Das ist gerade ein Custom Game Server. Das ist ein Custom Game Server. Okay, aber ich denke mal, hier wird jetzt erstmal keiner mehr sein. Thomas Müller. Auch mit der MP5. Ich glaube, es funktioniert echt ganz gut, dass die Leute sich an die Regeln halten, weil ich glaube, hier hat auch einfach keiner Bock, von diesen Waffen getötet zu werden, die so OP sind. Da haben wir gleich einen Gunfight. Corvinius. Gegen... Ich glaube, der war unten, oder? Er ist unten geblieben, glaube ich. Ich glaube, der ist gar nicht hoch. Nee, ich glaube, der war die ganze Zeit unten. Okay, ja. Nicer Sprung da. Jetzt ist er unten rein. Jetzt ist er unten in sein Haus rein. Genau. Und deshalb hasse ich übrigens Laser. Er wird den Laser immer noch sehen. Es ist nicht so... Okay, perfekt. Es ist nicht so, dass wenn du den an die Kante der Wand machst, dass es sicher ist, dass der Gegner den nicht sieht. Weil es ist immer so, dass das Character Model, also euer Charakter, wenn ihr einen Teammate habt, der steht neben euch, dann seht ihr ja auch, wenn der ganz geradeaus aimt, dass der immer so ein leichtes Sway hat, der Charakter. Und der Laser geht vom Charakter aus, nicht von eurem, was ihr seht. Das heißt, wenn der so einen Sway hat, dann kann es sein, dass ab und zu der Laser an der Wand, die ihr gerade anvisiert, vorbeigeht und der Gegner den Laser trotzdem sieht. Also man kann sich da nicht immer 100% drauf verlassen, vor allem wenn man das so knapp an der Wand macht. Explaining Laser, ja. Das ist mir schon öfter aufgefallen. Weil der Charakter ja, wie gesagt, von außen
ist das ja nicht so, wenn du engst ganz gerade an der Wand und es passiert ja gar nichts. Dein Visier bewegt sich kein bisschen, aber der Charakter macht trotzdem irgendwie so ein bisschen. Und deshalb geht der Laser manchmal an Stellen, wo ihr gar nicht hinvisiert. Verstanden? Das kann man leider nicht machen. Bei World Shields of Warzone hatten die Caster Dauer Advanced. Wie hast du das ausgemacht oder warum hast du das nicht als Zuschauer? Das ist leider... Also das kann man in Custom Games leider nicht selbst machen. Ich hoffe, dass es irgendwann kommt. Ich glaube aber nicht so ganz, um ehrlich zu sein. Aber ja, es ist besser so als gar nichts, würde ich sagen. In Warzone 1 hatten wir ja nicht mal mehr, also hatten wir nicht mal Custom Games mit Code. Übrigens, also ich weiß nicht, ob das bei jedem gerade leckt oder ob es nur bei mir so ist mit dem Paketverlust. Das ist richtig schrecklich gerade. Oben steht die ganze Zeit auch irgendwas von 1 Million % Paketverlust. Ui. Oi, 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 Ermin, Alter. Da hat's gekracht. Da hat's gekracht im Gulag. Das passiert nur, wenn man nicht im ZV ist und vor allem beim Ducken und Liegen. Nee, ist klar. Also ziemlich sicher. Ich weiß nicht, ob es in Warzone 2 auch so ist. In Warzone 1 war es auf jeden Fall so, dass das im Visier auch so war. Dass du dich nicht darauf verlassen konntest, wo genau der Laser hingeht, wenn man ein Ding anvisiert. Jeder kann nichts ohne mitmachen. Bro, geht das irgendwann mal wieder weg mit dem Paketverlust? Ich starte danach mal mein Game neu. Jetzt ist gerade 0%, gleich wird es wieder anfangen. Es war 3 Sekunden 0%, jetzt habe ich wieder Paketverlust. Was ist das denn? Crazy. Ich finde es ohne Laser sowieso besser, Real Talk. Ja, du musst nicht noch zusätzlich darauf achten, wie du gerade dein Visier positionierst, damit der Gegner den Laser nicht sieht. Deshalb, ich spiele mittlerweile auch ungern mit Laser. Aber wie gesagt, funktioniert gut mit den Regeln. Muffelsprenger, auch mit der MP5 Secondary, sehr gut. Gucken wir hier mal ganz kurz zu, wie es hier mit Zone Movement aussieht. Görko. Bodenloser Gamer-Tag da. Aber hat auch die richtig geile Raid-Camo. Oder? Das ist doch die, oder? Auf der Krone, das müsste doch die Raid-Camo sein. Ja, das ist die. Ja, das mit dem Paketverlust jedes Game, ja, ne? Packed Lost Bug? Nee, das glaube ich nicht, weil es leckt ja beim Zuschauen dann wirklich auch ein bisschen. Also ich glaube schon, dass das echter Paketverlust ist. Nicht so schlimm, wie wenn da diese Warnzeichen kommen mit Paketverlust in Rot. Aber ich glaube, also es leckt auch dann immer in dem Moment, wo das oben steht bei mir. Bisschen. Die Gegner wissen, welche Ecke man sitzt, wenn man abhängt, ja. Außer bei den Magnum Akimos, da muss man es halt machen. Ne? Da muss man es halt machen. Weil da kann es einem auch egal sein, weil das Ding tötet eh Tuit. Sogar ein 17.000er Ping, aber nur im Game und Discord nicht. Ja, die Game-Server sind halt auch kacke, muss man sagen. Was sind die Regeln? Die Regeln sind kein X13, kein Basilisk. Also die beiden OP-Secondary-Pistolen. Ja, das stimmt. Die Anzahl, die da oben steht, ist immer irgendwas 0, whatever, ganz komische. Also, das ist safe voll verbuggt, wie das da angezeigt wird. Also, das ist nicht richtig. Es sollte nicht so sein. Ihr Paketverlust, das steht auch 13 Stellen irgendwie über dem Schriftzug Paketverlust. Meta AR, Kronen tatsächlich. Die Kronen-Squall. Aber die ist auch ein Kampfgewehr, kein Sturmgewehr tatsächlich. Aber benutzt Sturmgewehr-Munition, deshalb... Ah ja, Meter. Wir machen noch mehrere Runden, ja. Oh. Das sieht nach rausfliegen aus, oder? Ich fliege, glaube ich, raus. Oder? Oh mein Gott. So ein Vodafone-Lag. Hilfe. Bitte nicht aus der eigenen Uncut-Runde rausfliegen, wäre jetzt eine gute Idee. Alter. Das ist, glaube ich, mein Lag gerade. Mein Lag gerade. Boah. Oder der Server lag, das kann auch sein. Ne, ich glaube, das war gerade ein Vodafone-Lag bei mir einfach. Wir gucken uns den Gulag an von Nsalai. Nsalai. Er geht links. Mal den links move gehört. Er ist links, er ist schon da! Hilfe! Ja, jetzt hinterher pushen. Hast du? Nice. Gegen Anka Champus. GG's. So, wen gibt's hier noch alles?
Wurfsprenger fliegt hier durch die Gegend. Görko ist wieder am Start. Aber erstmal keine Gegner da bei ihm. Juicy. Das ist bei Görko hier. Die sind nah beieinander. Ja, die sind hier direkt beieinander. Da geht's jetzt ab. Warte mal, da gucken wir rein. Ich glaube, da kann man auch durchsprayen tatsächlich. Juicy ist hier auch am sich Stuff zusammen looten und sich gleich am Einmischen mal wahrscheinlich. Sag mal was Gutes über Vodafone, vielleicht drehen sie dir wieder auf. Gesmoked wird hier. Juicy ist jetzt im Gunfight. Und das ist das, was ich meinte. Die sind genau beieinander. Und Görko kann da natürlich richtig schön den Kill abstauben. Und jetzt bin ich wieder am ersten, ne? Ach man. Das ist auch echt scheiße. Jetzt bin ich wieder bei ihm. Wenn ich jemanden zuschaue, der gerade stirbt, dann switcht er automatisch zu dem, der quasi, dem ich von Anfang an der Runde zugeschaut habe. Switcht dann immer wieder auf Position 0 und dann kann ich wieder nach links und rechts skippen. So, hier müsste es gleich wieder einen Gunfight geben. Spurenleser, beste. Oh ja, das hört die. Aber Görko hat's gut gespielt. Arbeite bei Vodafone, please no hate. Ja, ist gut. Kannst ja nichts dafür, dass du für ein Kackunternehmen arbeitest. Kannst ja nichts für. Hauptsache, du kriegst von denen viel Geld. Das ist wichtig. Ausbruch auf süß. Ja. Wäre nett jetzt, sage ich. Ausbruch wäre jetzt nett. Ausbruch kann auch immer passieren in Ankerrunden, deshalb... Ah, Görko kommt da nicht weg, schade. Deshalb immer drinbleiben bis zum Ende und zuschauen. Wenn ihr quittet und am Ende ist Ausbruch, sehe ich immer wieder 3, 4 Chatnachrichten. Ah, oh, und ich bin gequittet. Selbst schuld. Die bezahlen gut, ja, dann ist gut. Dann ist ja gut. Solange du viel Geld bekommst, so ist ja super. Internet daheim, dann aber hoffentlich Telekom, oder? Hatte ich auch letztens die Umfrage zur TTK nach der Runde, ja. Habe ich sogar ausnahmsweise, normalerweise mache ich bei diesen Umfragen immer das Schlechtmöglichste. Einfach damit, es ist ja immer gut quasi, wenn Leute es schlecht finden, weil dann ändern die Sachen, sag ich mal. Aber der TTK habe ich gesagt, genau richtig eigentlich. Also ich finde es eigentlich, finde die TTK in Warzone 2 mittlerweile eigentlich echt ganz gut. Toll, kaum sagst es, bin ich raus. FK, ich hoffe so sehr, dass jetzt gleich ein Ausbruch kommt. Natürlich bezahlen die gut, er kauert dann ja genug Geld. Das stimmt auch wieder. Das stimmt auch wieder. Und das ist over. Das ist so over. Vor allem, das ist auch. Das war auch eine Krone, glaube ich, oder? Warum Bohrladung? Warte, schnell wechseln. Nein, ich kann nicht mehr wechseln. Jetzt muss ich wieder. Ah, ne. Thomas Müller hatte eh einen Respawn. Hatte eh einen Respawn. Hier wird geclustert. Da gucken wir noch ganz kurz zu, würde ich sagen. Sind noch bei 1 und 1. Das ist geil. Das ist geil. Das ist nice. Boah, guter Beamer da. Guter Beamer. Ich weiß, ich hatte den Kill. Ist links der im Wasser gestorben oder hatte der Self-Revive maybe? Ich glaube, der ist aber gestorben. Und ich glaube, der, den er jetzt getötet hat, wollte ihn gerade looten gehen, oder? Ja, ich glaube, so sieht's aus. Geld noch kurz mitnehmen. Sehr gut. Schade, dass man beim Zusehen auch immer noch nicht sieht, wie viele Platten derjenige dabei hat. Der hat mich geholt, der Müller. Herr Thomas. Na, FK. Was lernen wir daraus? Ausbruch baldig. Ausbruch baldig. Alle Operator steigen wieder ein. Alle Operator steigen wieder ein, FK. Alle. Alle außer die, die gequittet sind. Oh, das ist ja krass. Alle kommen wieder. 20 Leute, ich sage, es sind gleich 50. Ich sage, es sind gleich 50. 45 sind so viele gequittet. Ihr Idioten. Mann, es kommt so oft. So oft Ausbruch. Okay, es sind 91 da. Nevermind. Nevermind. Hä, wieso ist das nochmal von 45 hoch auf 91 gerade? Und es sind direkt 5 Leute gestorben? Okay, dann sind doch einige drin geblieben. Ich dachte wirklich, 2 Drittel der Lobby ist gequittet. Ich dachte, 2 Drittel der Leute ist gequittet. Was passiert da eigentlich gerade, dass die sterben, auch wenn die fliegen direkt? 81 Leute, 79 Leute.
Dinkel! Tinkel. Will ein bisschen Action jetzt sehen? Smoking. Ja, da sind einige Leute jetzt noch ein bisschen in der Luft auf jeden Fall. Es war direkt davon. Hä? Aber es war. Ich hab doch erst 45 gesehen. Wo, also, woher kam das mit der 45 denn von mir jetzt? Oh, da haben wir einen sehr spannenden Gunfight. Was macht Anorak da? Den Kill. Wie hat er denn den Kill bekommen? Wie hat er denn den Kill bekommen? Und dann sind wir jetzt auch wieder nur noch bei 45, 44, 43. Junge, sind da 42. Wie viele da direkt auch wieder gestorben sind, ne? Insider macht hier einen ruhigen am Rand der Zone. 36, 35. Wie die fliegen. 32, 31. Wie die fliegen. Alle AFK aufgeklatscht. Wurstbrot! Ach, der ist in der Zone. Ich dachte irgendwie gerade, er ist Autozone gegangen. Hä, wieso dachte ich das? Kann aber nicht den Kill machen. Kann nicht den Kill machen. Smoking hat einen Kill. Das war einer, der gerade noch in der Luft war. Smoking hat einen Traum. Sekundentimer, ja, echt so. 22. Also vor 4 Minuten, nee, nicht vor 4 Minuten, vor 2 Minuten waren wir noch 90 Leute. Das ist wirklich hochgegangen von 20 auf 91 und auf 16 jetzt innerhalb von 2 Minuten wieder. Es sind so viele Leute gerade gestorben. Ich wünschte, ich würde dann mal jemandem zuschauen, der gerade richtig viel Kills macht dann derzeit. Der so 4 Leute aus der Luft schießt oder so. Sowas würde ich gerne mal sehen. Aber ich muss ja immer so auf random ein bisschen durchskippen. Smoky, mach unbedingt diese Einstellung aus. Dass immer, wenn du ins Visier gehst, der versucht zu mounten. Das ist schrecklich. Das ist schrecklich. Und Smoking kann hier sogar den Kill abstauben. Ist das geisteskrank. Er kann hier sogar gute Waffen nehmen jetzt. Oh, 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 ist geil. Oh, ist Nachladen abbrechen geil. Oh, ist das geil, dass du es nicht abbrechen kannst. So ein geiles Feature. Das ist wieder Albi. Albi, Alex hat auch erst einen Kill. Alex hat auch beliebt, glaube ich. Nach dem, ja. Nee. Nee, Albi. Nee, Alex. Nee. Nee. Das ist Albi. Albi wird gefightet. Ben Broly. Oh, Broly. Broly sitzt so im Gebüsch. Lehn jetzt auch. Yusuf ist hier am Fighten. Mit 12 Kills auch schon. 20 Zuschauer in-game. King FT mit einer ISO hier. Uncut Trader pusht jetzt, glaube ich, gerade Yusuf, wenn ich das richtig sehe, oder? Da müsste doch jetzt Yusuf sein, direkt vor ihm. Ja, das ist Yusuf. Und Yusuf mit einem Kracher. Oh, Yusuf mit so einem Kracher. El Greco holt hier King. Da lag eine Wiederbelebungspistole gerade sogar, Broly. Den ist auch so im Busch. Oh. Oh. Lagen die nebeneinander? Yusuf mit 13 Kills. Ich sage, Yusuf macht das auf jeden Fall. Ja, Gecko ist hier am Rand der Zone, aber der. Na, das ist nicht. Das ist noch Out of Zone. Rechts von ihm. Hat die Flash gehittet? Ich glaube, die Flash hat nicht mal gehittet. Oh, sieht das scheiße aus. Oh, sieht das scheiße aus. Für El Gecko. Broly liegt auch da auf dem Boden. Lennetz liegt auch immer noch am Boden. Und Yusuf auch. Ist das eine scheiß Endzone für alle? Ist das eine scheiß Endzone? Aber Yusuf hat Gott sei Dank hier die goldene. Und kann sich schon Posi holen. Kann sich schon komplett Posi holen. Aber er wird Zonen-Damage bekommen, glaube ich. Er wird Zonen-Damage, glaube ich, bekommen. Ich hätte mich, glaube ich, vorne an die Steine geglitscht. Ja, da wo er jetzt hingeht. Genau dahin hätte ich mich geglitscht. So, drei Leute noch. Wo sind die denn? Ey, Gecko immer noch auf dem Boden hier. Lennetz auch auf dem Boden. Ja, aber die sind jetzt beide alle im Visier gleich von Yusuf. Okay, Gecko ist hier immer noch am Vor. Das funktioniert hier irgendwie gerade. Wieso funktioniert das? Ne, das schon, funktioniert schon mal nicht. Das funktioniert schon mal nicht. Und jetzt ist hier aber Gecko am Pushen. Gecko am Pushen, sieht ihn auch zuerst und gewinnt sogar den Gunfight. GG's Gecko, auch mit 15 Kills und 46 Zuschauern am Ende. Das war doch nice. Das war doch nice. Und Yusuf hat es tatsächlich echt noch ein bisschen hergeschenkt da. Obwohl er die Zone bekommen hat. Aber die Gegner konnten sich auch echt lange Zeit lassen damit vorpushen. Naja, GG's. Aber war mal wieder ausnahmsweise eine gute Almassa-Runde. Haben wir auch selten, würde ich sagen. Haben wir echt selten. Almassa-Runden sind meistens echt boring.
Oder wir bekommen gar nicht 150 Leute voll. Passiert auch häufig. Passiert auch sehr häufig. Das sind übrigens die Zuschauer jetzt hier oben gewesen, die da so oben mit ein bisschen Abstand dann nochmal stehen. Getrennt davon. Aber sehr schön und richtig schön viele Leute hier mit Uncut im Klartext. So muss das aussehen. So muss das aussehen.